Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind heute direkt aus der Blue Bubble, aus dem Löwenkäfig. Und euch allen erstmal frohes Neues. Man hat sich ja noch nicht gesehen. So, zu meiner Seite Scharfschütze Antonio Pilipovic. Antonio, das Spiel wurde jetzt abgesagt, relativ kurzfristig. Was ist das für eine mentale Herausforderung für euch einfach als Team? Ist natürlich schwierig. Man bereitet sich die ganze Woche auf das Spiel vor, freut sich als Spieler natürlich und natürlich auch als Trainerstab. Und dann kriegt man die Nachricht gestern vor dem Training, dass das Spiel ausfällt. Und dann, anstatt sich nochmal in die letzte Vorbereitung zu gehen, hat man ein ganz normales Training. Ist natürlich mental ein kleiner Knick, ist ein bisschen Enttäuschung damit dabei, aber so sind die Zeiten zurzeit, damit muss man leben und wir gucken schon aufs nächste Spiel nächste Woche gegen Bremerhaven. Deswegen ist einfach so, zurzeit müssen wir mit leben und müssen wir mit umgehen können. Ja klar, die Gesundheit geht natürlich vor. Nur jetzt eine Frage, was habt ihr denn heute gemacht im Training? Nur lockeres Shootaround oder hat man sich schon auf den nächsten Gegner eingestellt? Wir sind heute Morgen eine Stunde in die Halle gekommen, haben einfach nur ein bisschen rumgeworfen, in Paaren, einfach zu zweit, 200 Würfe hoch auf den Korb geschmissen und einfach ein ganz lockeres Anschwitzen, sagen wir jetzt mal. Und dann ab Montag, morgen haben wir dann frei und ab Montag geht dann die Vorbereitung für Bremerhaven los. Alles klar, vielen Dank und viel Glück.